Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Throne of Lies. Heute spielen wir den Noble und wir haben keine Tagfertigkeiten, aber in der Nacht können wir eine Message raussenden, hier Crier, oder wir können einen Spieler davon abhalten, jemanden zu beschuldigen. Wir werden jetzt erstmal einen Crier aussenden. Wir machen jetzt einfach mal eine Troll-Message. Weil, warum auch nicht? So, erstmal machen wir das. Ich erkläre euch gleich, warum ich das gemacht habe. Ich habe mal in einem Let's Play gesehen, wo einer gecried hat, wir brauchen mehr Vespin Gas. Oh, ich wurde geturnt. Ich wurde zu den Anzin geturnt. Das heißt, wir sind jetzt ein Aristokrat. Crier have announced to everyone. Unsere Nachricht wurde nicht delivered. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir geturnt wurden. Guck mal, wir können den Whispers zuhören. So, Ahriman ist der Mastermind, Touch Me ist der Assassin, wir gucken mal. Ja, wenn wir sterben, ist es nicht so schlimm. Wir sind nur ein Aristokrat, wir haben eigentlich nicht wirklich viele Fertigkeiten. Und es gibt noch einen zweiten Noble. Anscheinend. Never have ever sung a song about the Sibi. Weil unsere Nachricht wurde nicht, ja, übermittelt. Der Drunk ist gestorben. Wir können auch nie wirklich viel beitragen. Es wird nicht gewispert aktuell. Was soll man tun? Quiet is the king reaped or just quiet? Elf ist der König. Wir wissen immer noch nicht, was der für eine Rolle hat. Someone heal me. 15 wurde wahrscheinlich gepoisoned. Es ist nicht wirklich viel passiert in der ersten Nacht. Auch unsere Leute sind still. Singt der Bastard Assassin. So, mal gucken, ob unsere Message diesmal delivered wird oder ob die Message von dem anderen delivered wird. Jetzt können wir natürlich nicht mehr... Ah, war ein guter König. Also wir können jetzt nicht mehr der Noble sein. Jetzt sind wir die Observer. Ich muss nochmal gucken, was der Observer kann. Discover who a player target and who targets them. Ich werde vielleicht den Assassin beschuldigen. Naja, mal gucken.
spielt eigentlich nicht so eine Rolle, weil das Problem ist, mein Alibi ist nicht so gut. Jetzt gibt's natürlich, I'm the Prince. Die 13 ist der Prinz. Fünfzehn wird sterben. Wir gucken mal, was die wispern. I know he didn't confirm me. I'm a sheriff, but I don't want to reveal myself. 7 ist der Sheriff. Das ist gute Information, sehr wichtig. Ah, okay, wir flippen sie 6. Touch Me ist gestorben. Ach ja, das ist unser Assassin. Der Noble ist tot. Wurde gereaped. Jetzt sind wir der Assassin. Heal me, I killed 6. Wir haben keinen Nightshade aktuell. Momentan sind wir noch nicht im Verdacht. Ich hoffe, das bleibt so, aber man weiß es natürlich nicht. I am your prince. Ich glaube, ich werde versuchen. Ah, wobei die 13 stirbt sowieso, ne? Wenn er gepoisoned ist. Die 7 ist der Sheriff. Wir können jetzt, da wir jetzt Assassin sind, können wir nicht mehr die Whispers verfolgen, aber es gibt glücklicherweise auch keine Whispers. Two for one. Ich denke, wir töten.
Ich denke, wir töten die 3 und die 8. Ich denke, wir töten die 3 und die 8. Die 15 ist tot. I was the Reaper in reality. Das war der Reaper. Dann hat der Possessor den Reaper getötet? Echt? Und er hatte keine Seelen mehr. Wow. Was? Warum haben wir niemanden getötet? You decided not to kill? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum wir niemanden getötet haben. Naja, Night 4. Manzin cannot wait to get exit. Come on. Ich bin mir nicht sicher. Wurde exekutiert. War der Possessor. Wollte so tun, als wäre er der Fool. So, ich möchte gerne... Die 3 und die 13 töten. Bevor wir sterben. Weil irgendwann werden sie auf uns kommen. 3 und 13 waren immun. What the fuck? Einfach mal ein bisschen Verwirrung stiften. Wir können einen Spieler silenzen für 10 Sekunden, da kann er nichts sagen. We'll reveal who the prince imprisons tonight. Thank you, King, for your protection. Yeah, I claim Butler. Can't confirm killer off.
Ich hoffe, er lässt mich leben. Wir kommen nicht so wirklich vorwärts, weil ich niemanden töten kann. Aktuell. Ich weiß nicht, warum das beim ersten Mal nicht funktioniert hat mit den zwei Töten auf einmal. Aber wir wurden auf jeden Fall nicht exekutiert. Ich werde versuchen, den Prinzen zu töten. In der Nacht, weil der König kann ihn nicht jede Nacht beschützen. Und sonst kann er den Leuten sagen, dass ich es vielleicht bin. Nicht den Mastermind. Sekunden noch. Nichts passiert. Ich meine, er kann nicht immer immun sein, der Prinz. Ja, die 4 wird jetzt wahrscheinlich exekutiert. Leider ist unser Mastermind imprisoned. Ja, wir haben ihn attackiert, das heißt, er müsste sterben. Aber er hat unseren Mastermind getötet. Mist. Die Prinzessin ist gestorben. Warum lebt die 13 noch? Jetzt werden wir beschuldigt.
So, heal me, please. Die zwei wird wahrscheinlich sterben. Wir assassinieren mal die drei. Oder die acht. Ne, wir assassinieren die drei. Ich weiß nicht, ob das ein guter Move ist. Ich weiß nicht, ob das ein guter Move ist. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht töten können. Die drei konnten wir beim ersten Mal nicht töten, weil er das erste Mal immun ist. Jetzt ging es. Zwei waren Butler. Kommt jetzt stark drauf an. Ach, bis 12 wurde in Prison. Mist. Ah, Fehler gemacht. Ich hoffe, unser letzter Mann kann es noch rumreißen. Das Problem ist, der Prinz lebt immer noch. Ich verstehe nicht, warum der Prinz immer noch lebt. Aber anscheinend ist keiner da, der heilen kann. Und die 7 blutet. Oh, das ist nicht gut. Unser Assassin blutet. Warum der Priester niemanden gerätzt hat, weiß ich auch nicht. Naja. Ach, unser Mann ist tot. Schade. Damit haben wir wohl verloren. Aber es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Am Ende habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich wusste nicht, dass ich habe nicht aufgepasst, dass 12 im Prison war. Ich hätte 8 beschuldigen sollen. Und der König war gut. Schade. Ja, wenn der Assassinate auf die 13 funktioniert hätte und irgendwie in der einen Nacht habe ich gar nichts gemacht. Ich war ein relativ schlechter Assassin. Ich weiß nicht, was da genau los war.
Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.